Michael Ballhaus. Als ich ihn zum ersten Mal bei einem Dreh sah, ist er mir sofort in die Augen gefallen. Denn die Crew läuft normalerweise rum in bequemsten, schlunzigsten Klamotten, in Sweatshirts, Jeans, T-Shirts. Nicht so Michael Ballhaus. Mit seinem wohlgetrimmten Schnurrbärtchen und seinem frisch gewaschenen Hemd sah er eher aus wie ein, leicht übertrieben, wie ein Professor für alte Sprachen. Er war sehr ruhig, sehr freundlich und auch sehr gastfreundlich. Ich war öfter mal in seinem Haus und habe auch gesehen, dass seine Frau Helga dafür gesorgt hat, dass das heimatliche Berlin nie weit entfernt war. Bilder an der Wand von Berlin, ich denke, wenn ich mich recht entsinne, Krumme Lanke oder Wannsee. Und in der Stereoanlage immer die Musik der Berliner Philharmoniker. Einmal hatte ich den Auftrag von einem deutschen Verlag, ein Gespräch zu moderieren und aufzuzeichnen zwischen Michael Ballhaus und Dustin Hoffmann. Die hatten zusammen den Wolfgang Petersen-Film Outbreak gemacht und kannten sich daher. Und nach den Dreharbeiten von Outbreak ist Folgendes passiert. Michael Ballhaus war allein zu Hause, als er plötzlich Gefühl hatte, dass ihm schlecht würde. Er brach Blut. Er konnte die Ambulanz noch anrufen, bevor er ohnmächtig wurde. Im Krankenhaus suchte man Kontakt zu den Angehörigen. Sie fanden die Nummer von Helga Ballhaus, die in Berlin war. Die rufte in ihrer Verzweiflung alle Bekannten in L.A. an. Der erste, der reagierte, war Dustin Hoffmann. Er kam sofort zum Krankenhaus und setzte seine Power als Movie-Star ein und rekrutierte sofort drei Professoren, die sich um Michael Ballhaus kümmerten. Als Dustin Hoffmann dann zum Gespräch zu Michael Ballhaus in sein Haus kam, war es zum ersten Mal, dass sich die beiden nach diesem Vorfall wieder sahen. Diese beiden Männer fielen sich in die Arme und reflektierten über das, was passiert war. Und sie redeten, bis sie schließlich nach ein paar Stunden auf dem Teppich landeten und dort weiterredeten. Ich saß dabei, führte so ein bisschen durch das Gespräch, machte meine Aufzeichnungen. Und diese wurden später in einem Buch nachgedruckt. Und ich möchte ganz gerne ein paar Zeilen daraus lesen, denn aus den eigenen Worten dieser beiden Männer wird klar, finde ich jedenfalls, was für ein Vollblut-Filmemacher, Kameramann Michael Ballhaus war und was für ein Mann von Charakter. Ich spreche jetzt das Gespräch nach, beginnt mit Dustin Hoffmann, der sagt: Sie schoben dich auf einer Bahre davon. Das muss schlimm sein, dachte ich. Ohne Familie, in einem fremden Krankenhaus, fremde Ärzte. So ging ich mit dir. Und als wir zu dem Flur kamen, der zum Operationsraum führt, wird mir gesagt, ich könne jetzt nicht mehr weiter mitkommen. Folgendes Bild habe ich vor Augen. Michael aufgebahrt. Das gleißende Licht, die schneeweißen Wände. Ohne zu überlegen, nur um etwas zu sagen, verabschiede ich mich mit: Schau mal, Mike, wie das hier ausgeleuchtet ist. Und du liegst da, halb betäubt, und murmelst: Daran habe ich auch gerade gedacht. Michael Ballhaus: Das stimmt, ich hatte wirklich an das Licht gedacht. Dustin Hoffmann: Ich war wie vom Donner gerührt. Ein Mann am Rande des Todes, der dabei ist, unter das Messer zu kommen, prägt sich die Atmosphäre des Schauplatzes ein. Wirklich unglaublich. Michael Ballhaus: Aber dann dachte ich, that's it. Jetzt hat's mich erwischt. Dustin Hoffmann: Mich hat tief getroffen, als du sagtest, ich hatte ein wunderbares Leben. Ich bin nur traurig wegen meiner Frau und meiner Kinder. See you next time.